In dieser Anleitung helfen wir Ihnen bei der Bestellung Ihrer Ultima-Card. Gemeinsam gehen wir den Weg von der Registrierung auf der Website bis zur Bestellung der Karte. Wir zeigen Ihnen das KYC-Verfahren, die Kontoverifizierung und die Bestellung einer physischen Karte. Registrierung auf der Website. Gehen Sie zu der Adresse ucrypto.cards. Geben Sie auf dem Hauptbildschirm Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Proceed. Ein Bestätigungscode vom Absender ucrypto wird bei Ihnen eingehen. Geben Sie ihn in das entsprechende Feld ein. Daraufhin wird eine Seite geöffnet, auf der Sie mehr über UltimaCard erfahren und eine physische Karte bestellen können. Damit ist Ihre Registrierung abgeschlossen. Bestellung der UltimaCard. Um die Karte zu bestellen, klicken Sie auf Order a Physical Card. Sie werden aufgefordert, das KYC-Verfahren zu absolvieren. Je nachdem, welche Staatsangehörigkeit Sie haben, klicken Sie unten auf die Schaltfläche I come from a European country oder I'm from outside Europe. Bitte beachten Sie, dass es derzeit nicht möglich ist, die Karte für folgende Länder und Regionen auszustellen und anzuliefern: USA, Belarus, Kuba, Nordkorea, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Myanmar, Haiti, Iran, Libyen, Russland, Syrien, Somalia, Venezuela, Jemen, Simbabwe, DNR, LNR, Kherson, Saporosje und die Krim. Beachten Sie auch, dass die Karten derzeit nicht nach Indien geliefert werden können. Karten für indische Staatsbürger werden an das Ultima-Büro in Dubai geliefert und können beim Event am 13. April 2024 in Dubai abgeholt werden. Wir zeigen Ihnen das Verfahren für europäische Bürger. Auf der nächsten Seite müssen Sie angeben, ob Sie in den USA ansässig sind und auf Continue klicken. Wählen Sie nun das Land, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen. Wählen Sie dann die Art des Dokuments aus, das Sie hochladen wollen. Laden Sie Ihr Dokument unten hoch. Bitte beachten Sie, dass das Dokument beiderseits fotografiert werden muss. Klicken Sie nach dem Download auf Next. Sie werden aufgefordert, ein Selfie zu machen. Klicken Sie auf die Schaltfläche I'm ready, wenn Sie bereit sind. Um ein Selfie zu machen, schauen Sie direkt in die Kamera Ihres Geräts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht in den Rahmen passt und drehen Sie dann langsam Ihren Kopf im Kreis. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird auf dem Bildschirm die Meldung angezeigt, dass Ihr Gesicht erfolgreich eingescannt wurde. Auf der Schlussetappe des KYC-Verfahrens wird Ihnen vorgeschlagen, Ihre Dokumente zu überprüfen und die Daten durch Klicken auf Next zu bestätigen. Fertig! Ihre Dokumente wurden zur Überprüfung versendet. Die Information über den Überprüfungsstatus finden Sie in Ihrem persönlichen Account. Die nächste Etappe nach dem KYC-Verfahren ist die Angabe der bisher fehlenden Informationen. Sie müssen Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die Daten ein und klicken Sie auf Confirm. Folgen Sie dann den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche. Sobald Sie die Informationen eingegeben haben, sehen Sie die Meldung, dass die Daten zur Überprüfung gesendet wurden. Den Verifizierungsstatus können Sie in Ihrem Account verfolgen. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger über das Profilsymbol und klicken Sie auf Basic Information. Karte bestellen und bezahlen. Wenn der Verifizierungsprozess abgeschlossen ist, klicken Sie erneut auf Order a Physical Card. Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster Ihre Adresse ein und klicken Sie auf Confirm. Dann werden Sie aufgefordert, die Ausstellung der Karte zu bezahlen. Das können Sie mit allen verfügbaren digitalen Guthaben tun, die Sie in der Liste sehen. Die Kosten in Euro sind Fixkosten und belaufen sich auf insgesamt 250 Euro. 235 Euro für die Kartenausstellung und 15 Euro für die Lieferung. Der Betrag in USDT wird anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Zahlung umgerechnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pay am unteren Rand des Bildschirms. Eine Seite mit Zahlungsdetails wird geöffnet. Scannen Sie den QR-Code ein oder kopieren Sie die Adresse unten, um die Kryptowährung dorthin zu senden. Klicken Sie nach der Zahlung auf die Schaltfläche Done. Bitte beachten Sie, dass Sie die Zahlung innerhalb von 30 Minuten vornehmen müssen. Fertig. Sie haben die Karte bestellt und bezahlt. Warten Sie auf weitere Informationen über die Kartenlieferung per E-Mail. Sie können den Status auch in Ihrem persönlichen Account verfolgen. Die ungefähre Lieferzeit beträgt zwischen 10 und 21 Tagen.